am vierten Tag. Natürlich geht's wieder den Berg nach oben. Das kennt ihr ja. Wir sind in der Lombardei an den oberitalienischen Seen. Sie rollt, da halte ich mal besser Abstand. Rechtwinklige Abzweigung. Eingeschlafen. Schlafen die wieder ein? Ehrlich, wenn die Hände einschlafen. Die Freeride 250 ist deutlich schwieriger zu fahren als unsere Beta Alps. Die 350er Freeride bin ich ja schon mal gefahren. Ich war nicht glücklich mit ihr. Nicht für diese Gegend. So eine Beta Alp mit dem Suzuki Motor, die traktort und ist total einfach, ganz langsam zu fahren. Und das ist mit der Freeride einfach schwerer, dafür kann die viel höheres Tempo. Also das ist ganz klar sportlichere Maschine. Selbst auf solchen engen Pfaden. Wir versuchen, wenn es irgendwie möglich ist, versetzt zu fahren. Einfach, das ist wie auf Asphalt. Das gibt uns noch mal ein paar Meter Bremssicherheit, falls wir uns mal vertun. Jetzt weißt du, warum ich so ein leichtes Ding haben will. Alles voll. Wir haben Roller drin stehen, wir haben meine Royal Enfield. Ja, das Verbotsschild, das kennt ihr aus den letzten Folgen schon. Hier darf man zahlen, hier darf man mit Trial-Maschinen fahren, hier darf man mit Trial-Bereifung fahren, auf diesen ausgewiesenen Wegen. Das ist in Oberitalien so, damit man keine blöden Leute anlockt, sondern dass man weiß, wer fährt. Man hinterlässt ja auch
seine Adresse. Na, Servus Jogger. Ganz schön tapfer. Wir fahren da mit dem Motor hoch und er mit Muskelkraft. Das war ein kurzes Asphaltstück und schon geht's wieder nach oben. Aber so wollen wir es ja. Und Schmackes! Ja, wir dürfen. Kommt oder bin ich ein Invalide? Damit ich so hochkomme und dann habe ich mir hochgearbeitet. Hat aber lang gedauert.